Du gehörst nicht zu der einfachen Bevölkerung. Du denkst intensiv über die großen Fragen nach Sinn und Existenz nach und blickst sehr skeptisch auf die einfachen Menschen, die sich diese Fragen scheinbar nicht so sehr stellen. Diese Einsichten können nicht durch verstandesmäßige Analyse gewonnen werden, sondern müssen fühlend erkannt werden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar, ist das Rauschen nur bei mir? Rausch it out, man, Alter. Und zwar heißt das Video, du gehörst nicht zu der einfachen Bevölkerung. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Video. Das werden wir uns jetzt reinziehen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Wir gehen rein. Peter geht los. Ich habe die ersten paar Sekunden mir schon reingezogen vorhin und ich habe mich extrem damit identifiziert. Und ich glaube, es gibt einige hier in der Community, die auch so denken und fühlen. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges Video für uns hier. Ja, rein da. Du bist kein Mensch, der nach einem einfachen Leben strebt. Du denkst intensiv über die großen Fragen nach Sinn und Existenz nach und blickst sehr skeptisch auf die einfachen Menschen, die sich diese Fragen scheinbar nicht so sehr stellen. Vielleicht sogar mit regelrechter Verachtung, zumindest aber mit dem Gefühl mangelnder Zugehörigkeit. Und dennoch empfindest du ab und zu eine ausgeprägte Hingezogenheit zum einfachen Glück, zur Anpassungsfähigkeit. Du schaust irgendwie doch mit einem neidischen Auge auf diejenigen, die das Leben und die Gesellschaft so hinnehmen können, wie sie eben sind. Anspruchslos, nichts hinterfragend und eben angepasst. Denn du hast das Gefühl, dass dies vieles einfacher machen würde. Das Leben eines Aliens. Frei von den existenziellen Fragen und dem Leid, das verursacht wird, wenn man feststellt, dass man keine zufriedenstellende Antwort findet. Der Umgang mit diesem Gegensatz ist das Thema des heutigen Videos. Ich möchte dabei auch krasse Augen, der Dude, ne? Drei Bücher von Hermann Hesse mit einbeziehen und dir eine möglicherweise völlig neue Perspektive auf das Thema geben. Kann mich damit, wie gesagt, Alter, mega identifizieren und ich glaube, so geht es vielen Leuten, die sich diese großen Fragen stellen, so. Wo kommen wir her? Wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Bestimmung? Warum passieren die Dinge auf der Welt so, wie sie passieren? Und dann, das sage ich ja auch immer sehr oft, dass man dann ganz schnell auch eventuell so ein bisschen Lebensfreude verlieren kann, wenn man merkt, dass man damit alleine ist oder dass man zu wenigen Menschen gehört, so, weißt du? Und dass der Großteil sich über diese Sachen keine Gedanken macht, so. Das Potenzial dann in eine negative Schwingung reinzusteppen und diese negativen Gedanken überwiegen zu lassen, ist halt da. Was mir halt extrem geholfen hat, ist der Glaube an Gott, Beten, Meditation und Bewusstseinslehre, so, Achtsamkeit. Weißt du, was ich meine? Das war für mich die Antwort dafür, trotzdem glücklich zu sein, parallel dazu. Und das wünsche ich mir für alle Menschen, die sich damit auseinandersetzen, weil die Fragen sind wichtig, sich zu stellen, meiner Meinung nach. Ich wollte das schon immer so, aber es ist halt wichtig, dazu auch eine gute Balance zu haben und das auszugleichen. Weißt du, was ich meine? Sehr, 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 sehr wichtig. Manche Menschen geben sich mit dem Einfachsten zufrieden. Familie gründen, für Sicherheit sorgen, ja, und vielleicht noch irgendein Hobby nebenbei. Manche wollen da schon etwas mehr, zum Beispiel die Menschheit voranbringen. Harry Haller beschreibt im Buch Der Steppenwolf folgende Situation. Vor dem Hause meines Bekannten blieb ich einen Augenblick stehen und sah zu den Fenstern empor. Da wohnt dieser Mann, dachte ich, und tut Jahr um Jahr seine Arbeit weiter. Liest und kommentiert Texte, sucht nach Zusammenhängen zwischen vorderasiatischen und indischen Mythologien und ist vergnügt dabei, denn er glaubt an den Wert seines Tuns. Er glaubt an die Wissenschaft, deren Diener er ist. Er glaubt an den Wert des bloßen Wissens, des Aufspeicherns, denn er glaubt an den Fortschritt, die Entwicklung. Er ist ein gutes, gedankenloses, vergnügtes, sich wichtig nehmendes Kind. Er ist sehr zu beneiden. Auch Harry Haller hat diesen anfangs beschriebenen Zwiespalt und bezeichnet sich deshalb als Steppenwolf. Er hat seine menschliche, bürgerlich angepasste Seite, aber eben auch eine steppenwölfische, einsame und kritische Seite. Auf der einen Seite also eine Verachtung für diese Art der einfachen Menschen, auf der anderen Seite eine Hingezogenheit, ein neidischer Blick auf dieses einfache Leben. Fühl ich. Wobei man einfach hier schon relativ sehen muss, denn der beschriebene Bekannte strebt nach Wissenschaft und Fortschritt, also schon irgendwie einem größeren Zweck. Aber auch das reicht eben manch einem nicht aus. Manch einer sehnt sich nach einem echten, unabhängig von ihm existierenden Sinn und kann das Schweigen des Kosmos nicht einfach hinnehmen. Das macht ja Hermann Hesse übrigens in vielen seiner Romane. Er stellt einen Menschen in den Mittelpunkt, der auf der Suche nach seinem Platz in der Welt ist.
nach dem richtigen Weg für das eigene Leben. Und mit einfachen Antworten geben sich diese Menschen dann meistens nicht zufrieden. Naja, und vielleicht zählst du dich ja auch selbst dazu und schaust gerade deshalb dieses Video. Voll, Bro. Voll. Ich bin da. Ich habe dir am Anfang des Videos gesagt, dass wir auch über den Umgang damit sprechen werden und dass ich dir einen neuen Blick auf dieses Dilemma zeigen möchte. Und keine Sorge, das folgt noch. Lass uns aber vorher noch klären, woher dieses Gefühl der Sinnentleertheit eigentlich kommt und warum vielleicht gerade du davon betroffen bist. Natürlich gibt es da viele Aspekte, in diesem Video möchte ich mich jedoch... Wie wir es in dem Video vorher gesehen haben, meiner Meinung nach wurden wir von der Wahrheit getrennt, vom Sinn getrennt und deswegen suchen manche Menschen nach dem Sinn, weil die fühlen, wir fühlen, dass das so ist, weißt du, was ich meine? Und dass wir uns auf die Suche machen müssen, um echt zu sein wieder. Auf einen speziellen konzentrieren. Dieser Aspekt hängt mit folgender Feststellung zusammen. Es geht immer mehr Menschen so. Diese großen existenziellen Fragen kriegen für immer mehr Menschen eine entscheidende Bedeutung. Und zwar aus dem Grund, dass die individuelle Freiheit immer bedeutender wird und vor allem überhaupt erst immer mehr möglich. Doch gerade diese fast grenzenlose Freiheit, diese riesige Auswahl an möglichen Lebenswegen, wird uns dahingehend zum Verhängnis. Früher wurden die Menschen weitestgehend in etwas hineingeboren. Sie hatten keine großen beruflichen Möglichkeiten. Vielleicht wurde sogar der Ehepartner für sie ausgesucht. Es gab gewisse Gepflogenheiten, die zu befolgen waren. Man hatte also beinahe keine andere Wahl, als sich dem stark eingeschränkten Lebensweg hinzugeben und damit zufrieden zu sein. Und das wurde... Zu viel Freiheit kann auch nach hinten losgehen. ...auch als erstrebenswert an. Also, wieso hinterfragen? Zudem hatte Gemeinschaft in früheren Zeiten einen völlig anderen Stellenwert. Heute wird aber von allen Seiten Individualität betont. Man wird förmlich dazu aufgerufen, sich von der Masse abzuheben und nicht angepasst zu sein. Ich allein gegen die Welt. Du hast die Möglichkeit, dich selbst zu bestimmen, deinen persönlichen Sinn im Leben zu finden, deine persönliche Vorstellung eines glücklichen Lebens zu führen. Und genau diese Möglichkeit führt ja überhaupt erst einmal dazu, dass sich immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Was ist denn der Sinn im Leben? Was muss ich tun, um ein wertvolles Leben zu leben? Möchte ich das überhaupt? Das, was Sartre als zur Freiheit verurteilt bezeichnete, war dem Menschen zwar schon immer inne, aber erst jetzt bekommen immer mehr Menschen einen gedanklichen Zugang zu dieser Erkenntnis, indem sie nämlich tatsächlich auch gesellschaftlich immer freier werden. Sowohl als auch. Also es scheint so, dass wir immer freier werden, aber werden wir wirklich freier? Das ist halt die Frage so, weißt du? Ist das überhaupt wirklich meine freie eigene Entscheidung, wenn ich so tief programmiert bin, dass ich gar keine eigene Entscheidung mehr richtig treffe, sondern nur noch Entscheidungen basierend auf den Programmen, die in mich reingeschrieben wurden? So. Das ist jetzt wieder Alu, ist ein bisschen deep, aber das ist Facts. Und deswegen auch, was der eine Bruder hier geschrieben hat, der Sinn des Lebens ist für mich zu leben. Alles, was glücklich macht und positiv ist, ist der Sinn des Lebens, ja. Ja, auf eine Art und Weise schon, aber wie gesagt, du weißt gar nicht, ob du die Entscheidungen und die Sachen, die du für positiv hältst, überhaupt wirklich positiv sind, Bro. Und da müssen wir halt erstmal wieder hin zurückkommen, meiner Meinung nach, und da müssen wir uns trennen von der Welt und mit uns selbst beschäftigen und in uns unseren Kern finden, das Göttliche finden und dem dann folgen, so, weil das hat immer recht, so. Und dann bist du eigentlich erst wieder wirklich frei und triffst wirklich freie Entscheidungen, so. Alles, was mich glücklich macht und positiv macht, ja, mich hat auch eine Zeit lang Koks ziehen, Alkohol trinken und jeden Tag auf Party gehen irgendwie glücklich gemacht, aber das ist nicht der Sinn des Lebens, meiner Meinung nach, weißt du? Deswegen muss man da irgendwie schon aufpassen und ich glaube, dieses, was uns als Freiheit verkauft wird, dass man gar keine Grenzen mehr hat und alles machen darf und nichts mehr wirklich richtig und falsch ist, sondern alles richtig ist, Digga, und... Das endet ja in diesen ganzen Sachen, dass die Leute sagen, dass Geschlecht fluid ist und dass man morgen entscheiden kann, eine Frau zu sein, heute entscheiden kann, ein Hund zu sein, übermorgen eine Flasche Wasser oder was auch immer so. Das endet dann darin, weißt du, was ich meine, wenn du nicht mehr mit dem Göttlichen connected bist. Und deswegen muss man da schon eine leichte Unterscheidung, ich will das in Filmen jetzt hier nicht vermiesen für die Leute, aber... Das sind die Gedanken, die ich gerade habe. Daher kommt dann auch eine Abneigung gegen die eher schlichte Bevölkerung oder die Kindermenschen, wie sie Hermann Hesse in Siddhartha bezeichnet. Denn diese erkennen diese Freiheit nicht. Sie geben sich einfach den Umständen hin, die sie vorfinden.
Wie kann man nur in solch einem Zustand der Akzeptanz leben? Und dann erwischt man sich vielleicht auch einmal bei dem Wunsch, wäre es nicht so viel einfacher, ganz normal nach der Gründung einer Familie und einem sicheren Job zu streben? Einerseits eben etwas, das viele als bedauernswert ansehen, gleichzeitig aber eine befreiende Vorstellung, frei von den existenziellen Fragen und dem Leid, das verursacht wird, wenn man keine zufriedenstellende Antwort findet. Jedoch, und jetzt kommt die für dich vielleicht neue Perspektive auf das Thema, von der ich am Anfang des Videos sprach, wenn du einen grundsätzlichen, gedanklichen Zugang zu einer weitreichenderen Betrachtung des Lebens hast, dann liegt darin eine riesige Chance. Der Professor für Literaturwissenschaft Theodor Tsiolkovsky beschreibt es folgendermaßen. Die außerordentliche Kosmologie, die im Steppenwolf von Hermann Hesse entwickelt wird, kann man sich vorstellen durch die Analogie von einer Kugel auf einer Achse, deren Pole die beiden entgegengesetzten Begriffe von Natur und Geist repräsentieren. Der Mittelpunkt der Kugel, als die Stelle, die von allen Extremen am weitesten entfernt ist, entspricht dem bürgerlichen Ich. Die kosmischen Bereiche außerhalb der Kugel werden von denen bewohnt, die den engen bürgerlichen Begriff der Ich-Bezogenheit überwunden haben und durch ihren Glauben an die grundsätzliche Einheit allen Lebens in das All ausbrechen konnten. Sie sind geil. Tatsache bewusst, dass die höchste Stufe der Existenz im Erkennen und Bejahen aller Erscheinungsformen des Lebens besteht. Diese Haltung fordert ein Hinausgehen über das eigene Ich im bürgerlichen Sinn. Ja. Der Steppenwolf und vielleicht auch du, wenn du dich von diesem Video bisher angesprochen gefühlt hast, nehmen da eine ungewöhnliche Zwischenstufe ein. Wenn wir diese Unterscheidung zwischen Natur und Geist so übernehmen, können wir es vielleicht folgendermaßen beschreiben. Grundsätzliche Erkenntnisse in die Natur sind gewonnen. Aber keine tiefgreifenden Erkenntnisse über den Geist. Die Natur ist verstandesmäßig auf einer gewissen Ebene erfasst, jedoch wird es auf der geistigen Ebene nicht wirklich erkannt. Ja. Aber er sagt schon viele Sachen, das spricht mir schon sehr krass aus der Seele des Videos, sag ich dir ehrlich. Gute Stimme auch, angenehm aufgearbeitet, geile Hintergrundmusik. Shoutouts gehen raus an den Videoersteller, ich liebe dich, Bro. Was ist dieses Bewusstsein? Was ist subjektives Erleben? Woher kommt dieses Gefühl, ein Ich zu sein, das unabhängig auf die Welt einwirkt? Diese Einsichten können nicht durch verstandesmäßige Analyse gewonnen werden, sondern müssen fühlend erkannt werden. So, Digga, das ist doch auch immer das, was ich versuche, den Leuten zu sagen, dass man Dinge fühlen kann. Mann, ist so traurig, dass Leute halt heutzutage echt sagen, dass man das nicht kann. So, es muss alles erklärt werden. Man muss das gedanklich und man fühlen, wie der du fühlst es. Hä? Ja, ich fühle noch. Ich kann fühlen. Feststellen, dass gewisse Mechanismen im Gehirn dafür sorgen, dass wir die Welt erleben, wie wir sie eben erleben. Doch das Erleben zu erleben ist nochmal ein gänzlich anderer Akt, der nur durch intensive Reflexion und Kontemplation erreicht werden kann. Das Leben zu erleben, boah, Digga. Wir richten die auf. Nein, das Erleben zu erleben. Das ist so wie bewusst dein Bewusstsein wahrnehmen. Den bewussten Beobachter beobachten. Geht eigentlich nicht, aber führt dich dann wirklich zum Sein. Aufmerksamkeit auf sich selbst. Wir fragen uns, wer ist es, der gerade dieses Video sieht, der gerade diese Worte hört? Wo ist der Denker? Die Erkenntnisse, die wir so erreichen können, gehen weit über eine verstandesmäßige Analyse hinaus. Da bin ich jede Nacht, meine lieben Freunde. In dem Film, was er gerade versucht zu erklären, was man eigentlich mit Worten nicht erklären kann, da bin ich jede Nacht so. Das hält mich in meiner Mitte so. Das lässt mich glücklich und fröhlich und dankbar sein. Zu realisieren, wer ich wirklich bin, jede Nacht. Jede Nacht. Beschreibt Hermann Hesse im Steppenwolf mit der Auflösung der Steppenwolf-Fiktion. Auch im Roman Siddhartha finden wir einen Menschen wie im Steppenwolf wieder. Für Siddhartha ist insbesondere das Bild des Flusses entscheidend, der immer gleich ist, aber jeden Augenblick neu. Das ist für mich auch die Ebene dann, auf die du kommst. Das ist der Grund für Meditation. Das ist meiner Meinung nach das wahre Bewusstsein und das zu realisieren. Erstmal versuchen, den bewussten Beobachter wahrzunehmen, der alles beobachten kann. Deine Gefühle, deine Gedanken, dein Körper, alles, was passiert in dir so. Und dann diesen Beobachter zu beobachten. Es geht eigentlich nicht, aber das ist dein Bewusstsein so.
Weißt du, was ich meine? Das ist die höchste Ebene, das zu realisieren. Dann realisierst du halt, wer du eigentlich wirklich bist, so. Weißt du? Und das lässt so viel Last von deinen Schultern runterfliegen. Glaubt mir das, wenn ihr das einmal so ein bisschen ansatzweise verstanden habt und das jede Nacht oder jeden Abend wiederholt, so, das Leben auf einmal viel leichter als vorher. Wenn man die Natur der Dinge auf einer geistigen Ebene anders betrachten lernt, dann eröffnet sich eine neue Erfahrung der Welt. Man gewinnt Einblicke in sein Seelenleben, um seinen Platz in der Welt zu finden. Man entwickelt mehr Verständnis und Empathie für seine Mitmenschen. Und nicht zuletzt wird man gelassener, um die Dinge, die man nicht ändern kann, zu akzeptieren, mutiger, um die einem möglichen Dinge zu verändern und weiser, um den Unterschied zu erkennen. Aus dem Grund heraus, dass mental... Ja. Ich fühle mich mit ihm gerade extrem verbunden, sage ich dir, so wie es ist. Training der Weg zu mehr innerer Ruhe, tieferen Einblicken in den Geist und damit... Das bin ich. Ich sehe da, also der sagt... Kennst du das? Mit manchen Menschen hast du so eine Verbindung direkt, als dass du das Gefühl hast, das bist du? So. Da merkst du dann, okay, wir sind alle eigentlich eins. Weißt du? Und sind alle Spiegel voneinander so. ...umfassenderen Erkenntnissen außerhalb des verstandesmäßigen Begreifens ist, möchte ich euch genau das näher bringen. Dazu arbeite ich schon seit einigen Monaten einen Kurs aus, der aus geführten Meditationen, gemeinsamen Reisen durch die reale Welt, Inspiration, Übungen für den Alltag und viel mehr besteht. Die ersten Einblicke könnt ihr schon jetzt durch 2 geführte Meditationen erhalten und außerdem bekommt ihr auch noch eine Einführung in die Meditation in Form eines Videos. Ich küsse dein Einführungsherz, mein Jutster, Alter. Check das gerne aus. Ich glaube, der gibt mir sehr gute Vibes, sehr gute Energy. Der hat auch schon sehr viel verstanden, meiner Meinung nach so. Starker Typ, danke für das Video. Manuel Hase, mein Jutster. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Jungs, Mädels, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace it out. Gang.